Angeblich spioniert ein Hexer für die Schwarzen. Ich muss kotzen. Bewaffnete Grobiane in der Stadt. Ein Skandal. Hallo, willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Bis dann.
zuletzt eine Frau gehabt. Meine Güte. Ida Schussler, du bist jetzt echt. Mit dieser Visage kriegst du nichts zusammen. Du musst elegant aussehen. Ich hab dich im Blick, Weißhaar. Hey, Hüpfer. Das ist ein Kreuz mit den Wäldern. Der Graue schon wieder. Hier geht's schon den ganzen Tag zu wie ein Taubenschlag. Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint? Ich habe noch Zeit, mich umzuziehen. Wag es ja nicht. Du siehst toll aus. Hast du alles gekriegt? Hast du noch etwas über Albert erfahren? Nun, kaum ein Magier hat bisher von ihm gehört. Er ist wohl Amateur. Warum dann das Interesse? Erst die Tempelwache, dann die Jäger? Er ist leichte Beute. Und genau deswegen sollten wir ihm helfen. Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Also dann, gehen wir? Guten Tag, Herr. Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelbuth. Die Einladung, bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelbuth im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Na schön. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Aber wie konnte er mit dieser dürren Metze? Na na, nun wein doch nicht. Er ist doch nicht der einzige Mann auf der Welt. Aber er ist ein Baronett. Wo finde ich einen anderen Baronett? Hallo Vivian, nun tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Du wolltest es nicht anders. Komm zurück, du Feigling! Ich bin noch nicht fertig mit dir! Dein Ruf eilt dir voraus, Geralt.
Ich bin ein Kraken! Hurra! Oh, Mann, ist der aber blau. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Wer war das? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähl dir die Geschichte ein andermal. Sehen wir uns um. Mein Mann ist Aufseher von Beruf. Ihr Vater und ich waren Freunde, weißt du? Ich kann ihn schon wieder nicht mehr in der Stadt gesehen. Angeblich hat er sich ein paar Feinde gemacht. Ist Cheesy zu nett. Zweite Chance. Klasse. Die Friedhöfe sind voller Kerle, die dachten, dass der alte Joel ihnen eine zweite Chance gibt. Siggi, na sowas. Geralt, verdammt und eins. Woran hast du mich erkannt? Deine Stimme, unverwechselbar. Ach ja, die berühmten Hexersinne. Endlich nützen sie dir mal was. Und wer ist die Kreatur an deiner Seite? Stellst du uns vor? Hallo, Reuven. Ach was, das ist doch die holde Stimme meiner Lieblingskomplizin. Nun, wir haben gescherzt und gelacht, aber ich glaube, ihr seid in Eile. Wirklich? Weißt du, Geralt, irgendwie mag ich's nicht, dir auf Festen zu begegnen. Meine Knochen fangen an zu schmerzen wie bei einem Wetterwechsel. Gefüllte Pfauenzungen, von denen kriege ich todsicher Blähungen. Iss auf, Schatz. In diesem Gefühl merkt das doch keiner. Oh. Hast du die Wachtel in Moosbeere versucht? Nein, ich krieg keinen Bissen mehr runter. Iss, iss. Du weißt doch, in Wenen hungern die Kinder. Sie in dieser Maske. Entschuldigt mich kurz. Du bist... Ja, ich bin es. Die Forellenkundin. Oh ja, natürlich. Entschuldige die Vorsicht, aber können wir irgendwo allein sprechen? Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Mein Hausdiener hat schon angekündigt, dass du einen Freund mitbringst. Ich möchte, dass so wenige wie möglich von Alberts Flucht erfahren, aber wenn du diesem Mann traust... Wie keinem sonst. Gab es in letzter Zeit Zeichen von den Jägern? Nicht seit sie meinen Diener auf dem Markt angegriffen haben. Aber ich habe einen von der Tempelwache bestochen. Er sagte, dass bei der Wache immer häufiger von Albert die Rede sei. Wie hat die Tempelwache denn überhaupt von seinen Interessen erfahren? Ich kann leider nicht ausschließen, dass Albert selbst die Quelle war. Vielleicht hat er mit einem Experiment geprahlt. Er ist zu sorglos. Wie sein Vater. Der war auch gutherzig, aber ein Trottel. Eine Krabbspinne hat ihn verschlungen, falls ihr davon gehört habt. Ja, er muss weit rumgekommen sein. Nicht doch, er wollte sie züchten. Vielleicht sollte ich froh sein, dass Albert sich Alchemie ausgesucht hat. Bis vor kurzem war das noch vergleichsweise sicher. Holen wir Albert. Wo ist er? Er unterhält die Gäste. Auf meinen Empfängen ist er stets überaus präsent. Ich wollte keinen Verdacht erregen. Wann können wir ihn wegbringen? Wenn die Gäste so viel getrunken haben, dass sie nur noch die Tabletts mit den Kelchen wahrnehmen. Keine Bange, das geht schnell. Ist dein Sohn denn startklar? Wir müssen rasch handeln. Ja, ich habe mich um alles gekümmert. Wohin bringt ihr ihn denn? Es ist besser, wenn du keine Details weißt.
Er wird sicher sein, versprochen. Aber... Bitte vertrau mir. Ich mach das nicht zum ersten Mal. Ich weiß. Danke. Woran erkennen wir ihn? Er trägt eine Panthermaske. Er weiß, dass ihr kommt. Ironischerweise scheint er recht aufgeregt. Ich fürchte, ihm ist nicht klar, in welcher Gefahr er schwebt. Ich sagte ja, besonders helle ist er nicht. Keine Sorge deswegen. Damit passt er zu diversen Magiern. Geralt, wir gehen ihn suchen. Ich warte auf eure Nachricht. Lass uns Albert suchen. Zu spät zum Abendessen. Ich hab ihm heimgeleuchtet. Oh ja. Und ihm eins gegeben. Genau in die Eier. Wacker, wacker, schwer, mein hier Bester. Zu finden, ich bin ja nicht irgendein seniler alter Greis. Ich bin ein Graf. Verdammt. Also, hab ich ihm gesagt? Atmen. Ich hab ihm heimgeleuchtet. Oh ja. Genau in die Eier. An klaren Tagen kann man die Banner nur ganz von der Stadtmauer sehen. Ich bin ja nicht irgendein seniler alter Greis. Ich bin ein Graf. Also. Ja, Schätzchen? Albert Wegelgut? Für dich, Süße, auch Adolf Valentino. Intoleranz und Aberglaube war immer das Terrain der Wacker, wacker, mein Bester. Zeit, um Rubines zu investieren. Und dann ein kolossaler Knall. Oh, und? Bin schon wieder zu spät nicht zum Abendessen. Ich sprang natürlich... Ja? Hübsche Maske. Albert Wegelboot? Nein! Ich bin ein schwarzer Panther. Oh, aber Graf. Deine Mutter schickt uns, Herr Panther. Oh, ihr seid also... Ja, wann können wir das Anwesen verlassen? Ja, Maman sagt, am besten warten wir, bis alle betrunken sind. Außerdem gibt es später Feuerwerk. Das ist eine prima Ablenkung. Wenn es anfängt, schleiche ich mich weg in den Garten. Wir treffen uns dann im Heckenlabyrinth. Wir warten da auf dich. Sehr schön, aber probiert vorher noch den Fiorano Rosé unbedingt. Hoffentlich hat Albert nicht vergessen, wozu das alles gut ist. Willst du draußen warten? Ich habe einen hübschen Platz im Garten gesehen. Du meine Güte, was für ein Monster. Gregor, hast du Derkov gesehen? Vor ein paar Augenblicken... Oh, Verzeihung. Ich dachte, du wärst mein Freund. Der trägt auch so eine Maske. General Voorhees? Geralt von Riva. Dann lag ich doch nicht ganz falsch. Wie immer ein Vergnügen. Das ist... Eine schöne und geheimnisvolle Dame. Sparen wir uns die Formalitäten für später, wenn alle die Masken abnehmen. Das macht doch mehr Spaß, meint ihr nicht? Natürlich, mein Herr. Und jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Ich muss rasch Derkov suchen. Euch einen schönen Abend. Abhängig wirtschaftlich. Ah, ja, die war eine Schönheit. An klaren Tagen kann man die Banner Nilfgaards von den Stadtmauern aus sehen.
Du meine Güte, was für ein Monster. Offenbar gibt es in der Passiflora diese Foren. Mein Mann ist Aufseher von Beruf. Das ist eine Beleidigung der Natur. Weiß die Tempelwache, was da vor sich geht? Wach ist voll im Bild. Zeit in Rubine zu investieren. Hör auf zu jammern. Bring uns lieber Garnelen und eine Trompete. Wollen wir uns nicht kurz setzen? Endlich keine Maske mehr. Wenigstens für einen Moment. Tolle Aussicht von hier. Und Wein gibt's auch. Ist das lange her, dass ich zuletzt auf einem Ball oder bei einem Fest war? Was für eine angenehme Abwechslung von der Novigrader Kanalisation. Dann kann ich die Frage jetzt wohl stellen. Ja? Was ist mit dem Magier, den wir vorhin getroffen haben? Ach, Moritz, was willst du wissen?